Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und heute, mein Name ist Programm, würde ich schon fast sagen, habe ich einen absoluten Superstar unserer Branche hier mit dabei. Ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit nimmt, weil er ist unglaublich beschäftigt, auch gerade natürlich jetzt in dieser Zeit für seine Community da zu sein, für seine Kunden da zu sein. Und er ist der Gedächtnisexperte, der Gedächtnistrainer in Europa schlechthin. In den letzten Jahren oder seitdem er auf dem Markt ist, hat er schon über 350.000 Menschen trainiert und hat Vorträge vor so vielen Menschen gehalten. Er ist Träger des Deutschen Weiterbildungspreises, mehrfacher Bestseller-Autor. Ein Buch habe ich auch gelesen, denken Sie neu. Er war bei Wetten, das mit dabei und ist zweimal zum Speaker des Jahres gewählt worden. Und ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde lang über ihn sprechen, aber ich spreche viel lieber mit ihm. Deswegen herzlich willkommen hier im Podcast, Markus Hofmann. Servus, lieber Konstantin. Ja, genau, so sieht's aus. Und noch Humor hat er auch noch. Das habe ich nämlich auch schon festgestellt. Wir haben uns schon mal auf einer Party kennengelernt. Nee, ich nicht. Doch, natürlich. Geht zum Lachen in den Keller. Christian, grüß dich. Servus. Ich freue mich, dass du hier bist. Und gerade jetzt so in dieser Zeit, wo so vieles Kopf steht, bist du einer derjenigen, die ich auf dem gesamten Markt, Social Media, überall an jeder Ecke wahrnehme. Und du, ich will fast sagen, du opferst dich auch für die Menschen da draußen, um denen in dieser Zeit was mitzugeben, weiterzugeben. Erstmal ganz persönliche Frage, wie geht es dir jetzt gerade in der Situation und was ist so deine Mission jetzt gerade aktuell mit dem, was du tust? Ja, du musst natürlich das von einem Observer-Sicht mal sehen. Also wie Corona losgegangen ist, sind auf einmal 100% meiner Vorträge storniert worden für die nächsten 7 Monate. Das ist natürlich erstmal ein Schlag in die Fresse. Ja, sag ich mal. Also da fangst du erstmal nicht an zu lachen. Da denkst du dir, oh Gott, was geht denn jetzt hier ab? Ja? Bloß dann ist die Frage, wenn du den Kopf in den Sand steckst und den nicht bald wieder rausziehst, dann beginnst du irgendwann mit den Zähnen zu knirschen. Und da darfst du einfach kreativ sein. Weißt du, es gibt immer welche, die dann den Schritt vorausgehen, die einfach noch die extra Meile gehen. Und klar, ich habe die letzten 2,5 Wochen so viel gearbeitet wie nie zuvor. Ich hatte eine Idee, dass ich dann jeden Tag jetzt online gehe um 11 Uhr vormittags, um den Menschen diese Techniken der Gedächtnisweltmeister an die Hand zu geben. Also wie kannst du dir einfach alles merken und dabei noch Spaß haben? Und zwar 45 Minuten, eine Schulstunde für die ganze Familie. Und habe ich gedacht, das gebe ich kostenlos frei. Das gebe ich kostenlos da raus. Und das schlägt gerade ein wie eine Bombe. Also es wird weitergeleitet. Ich habe super Feedbacks. Und mein Sohn ist auch immer live mit dabei. Der ist 9 Jahre, der Alexander. Wir machen das zu zweit, damit ich wirklich jedem das zeigen kann, wie das funktioniert, wie ich mit dem Alexander arbeite, wie ich ihn motiviere, tatsächlich hier die Technik herumzusetzen. Und jeden Tag neuen Content zu liefern, dass es immer spannend wird und immer spannend bleibt. Das ist gerade so eine neue Erfahrung auch für mich, wo ich außerhalb meiner Komfortzone tatsächlich bin. Und ich muss dann die Videos selber zusammenschneiden. Ich produziere das alles selber. Das war tatsächlich oder ist gerade ein großes Lernfeld, in dem ich bin. Und von der Seite freue ich mich, dass ich aktiv bin. Ich freue mich aber auch, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, dass ich nicht 14 Stunden da hier im Büro sitze. Ja, das glaube ich dir total. Und ich sehe das auch so, gerade jetzt, ich sehe es bei mir natürlich, aber auch viele in meinem Umfeld, dass so dieses sich mit etwas Neuem zu beschäftigen oder mit etwas Ungewohntem gerade tatsächlich fast jeden betrifft. Ja, sei es die Eltern, die ihre Kinder auf einmal den ganzen Tag zu Hause haben und betreuen und sonst vielleicht Kita und Schule da ist, parallel noch Homeoffice machen müssen, weil sie ihrem Job noch gerecht werden müssen oder was auch immer es ist. Es sind an jeder Ecke neue Sachen. Siehst du darin auch, und ich will jetzt nicht in dem Podcast die ganze Zeit über Chancen reden, aber vielleicht einmal ganz kurz, siehst du darin auch die Chance, die es gerade mit sich bringt, oder sind wir noch nicht so weit, dass wir überhaupt über Chancen sprechen können? Machen wir ganz kurz. Kannst du ein bisschen... Danke. So, ja, ist alles live hier. Ja, immer live. Hast du die Frage noch mitbekommen? Sag nochmal, also was... Ja, mir geht es darum, dass die Zeit jetzt so ist, dass es, glaube ich, was du gerade erklärt hast zu dem Thema, ich mache viele neue Sachen und das ist herausfordernd und
ich beschäftige mich mit Videoschnitt und so weiter, dass das halt viele betrifft, gerade die wirklich neue Erfahrungen machen und gleichzeitig darin vielleicht auch eine Chance sehen, Fragezeichen. Bist du schon so weit, dass du sagen kannst, also da drin liegt wirklich eine große Chance oder wie ist das für dich? Ja, definitiv. Also du wirst sehen, dass viele Menschen einfach die Zeit auch nutzen werden, jetzt endlich mal das zu tun, was sie schon lange auf die lange Bank geschoben haben, auf der einen Seite. Und wenn Menschen wirklich hier aktiv werden, wie zum Beispiel ich, dass ich selber Videoschnitt jetzt lerne, da erweitere ich natürlich diese Komfortzone, diesen Horizont. Und Adenauer hat einmal gesagt, wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, wir haben aber nicht alle den gleichen Horizont. Weißt du? Und die Herausforderung ist, also ein gutes Gedächtnis ist ja die Basis für Innovation. Ein gutes Gedächtnis, du brauchst ein gutes Gedächtnis. Weil die Frage ist, die ich dir stellen möchte, ist, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig? Meine eigene und die von meiner Frau. Ja, und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig? Also du nicht jede einzelne Telefonnummer in jedem Handy abgespeichert hast. Gell? Also that's a fucking problem, wie die Franzosen sagen. Also wir verlagern unser Gedächtnis nach außen. Wir haben einen Laptop, wir haben Internet, wir haben Wikipedia. Wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube, weil wenn wir kein Basisraster an Wissen im Kopf mehr drin haben, also im Kopf, mit dem wir was anfangen können, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar? Ja, absolut. Also ich sage immer, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Weißt du, was ich meine? Also deswegen ist es so elementar, dass wir viel im Kopf wieder tragen, dass wir intelligent denken können, dass wir kreativ denken können. Und es ist nicht, dass wir auslagern aufs Handy, aufs Smartphone oder im Internet irgendwo suchen können, sondern du brauchst ein gutes Gedächtnis, damit du hier am Puls der Zeit bleibst. Und das zeige ich den Menschen jetzt jeden Tag. Also wer Lust hat, kann gerne mal drauf gucken, www.unvergesslich.de/daily. Da kann man sich anmelden und jeden Morgen um 11 Uhr mit mir eine Dreiviertelstunde Schulstunde erleben. Kann ich nur empfehlen. Markus muss ganz ehrlich sagen, auch die Dinge, die du hier rausgibst über deine Kanäle und so weiter, das sind alles praxisrelevante Dinge, die du sofort umsetzen kannst auch. Und spannend finde ich ja auch, dass du das ja dir jetzt nicht in den letzten Jahren überlegt hast, sondern du machst es seit Jahrzehnten, glaube ich, sogar schon. Ne? Ja, also seit zwei Jahrzehnten, das ist unglaublich. Und allein in diesen zwei Jahrzehnten, wie sich unsere Welt verändert hat, durch die Digitalisierung und so weiter, wird das Thema ja, wie du es gerade sagst, immer relevanter. Was sind noch deine Beobachtungen, was sich verändert hat? Vielleicht jetzt sogar auch durch diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, gab es jetzt auch noch mal ein Schiff, wo du sagst, deswegen wird das jetzt gerade umso wichtiger sein. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen länger ist das. Das nicht mehr denken müssen. Nein. Die künstliche Intelligenz. Ich hatte da vor einiger Zeit einen sehr interessanten Artikel im Handelsblatt gelesen. Da stand drin, dass in 15 Jahren 40% aller Jobs wegrationalisiert werden. Ja? Wegen künstlicher Intelligenz. Also wenn du einen Job hast, der extrem repetitiv ist, auf der einen Seite, also immer wieder das Gleiche, und auf der anderen Seite sehr strukturiert, ja, dann wirst du über kurz oder lang von einem Computerprogramm ersetzt werden. Ja? Mhm. Also die Frage ist nicht mehr, ob das kommt, sondern nur noch, wann das kommt. Ja? Mhm. Und eine künstliche Intelligenz ist vor allen Dingen darin gut, dass es diese also eine hohe Wiederholungszahl hinbekommt, was immer wieder das Gleiche ist. Also zum Beispiel Steuerberater, die werden irgendwann mal ihren Job verlieren, weil du hast eine ganz klare Struktur, die kann von einem Computerprogramm ersetzt werden. Du wirst LKW-Fahrer, die werden von einem Computerprogramm autonomes Fahren, werden die ersetzt werden. Also wenn du LKW-Fahrer bist, die wird es in 15, 20 Jahren nicht mehr geben. Also es wird, die Kompetenz wird absolut entscheidend sein, dass ich wieder breit denke, dass ich interdisziplinär denke und nicht nur der absolute Spezialist in einem Feld. Weißt du, was ich meine? Ja, 100%. Und da gibt's ja dieses eine Beispiel von Percy Spencer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war ein sehr erfolgreicher Physiker im Zweiten Weltkrieg und er war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Und jetzt ist, und neben dem, dass er Physiker war, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. Das wusste man gar nicht. Ja? Und jetzt ist Folgendes passiert. Er hat das Magnetron
was für das Radarsystem wichtig war, auf seinem Schreibtisch liegen gehabt, hat es eingeschaltet und hat bemerkt, dass die Schokolade, die daneben liegt, auf seinem Schreibtisch, zu schmelzen beginnt. Jetzt hat er gesagt, Magnetron an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite. Zwei Themen, die nichts miteinander zu tun gehabt haben, und hat daraus etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Ja, natürlich, logischerweise. Er ist der Erfinder der Mikrowelle. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, wenn du Physiker bist. Und kochen, ja, macht Sinn. Und ja, koch! Ich verstehe es. Du kommst nicht auf die Mikrowelle, wenn du nur Physiker bist. Ja. Verstehst du? Weil du den Fokus dazu nicht hast. Du hast keine Verwendungszweck dafür. Ja. Du wirst die niemals erfinden. Du kannst der beste Physiker auf der ganzen Welt sein. Du kommst nicht auf die Mikrowelle. Weißt du, was ich meine? Das ist mega. So, und deswegen, die Basis dazu ist ein gutes Gedächtnis, dass du es im Kopf hast, weißt du? Und deswegen, weißt du, ich habe ja hier mit meiner Box, das ist mein Lehrgang für zu Hause, da habe ich ja viele, viele Auszeichnungen bekommen. Du hast ja auch vorhin schon einige angesprochen. Ich habe ja auch diesen deutschen Weiterbildungspreis erhalten. Nicht wegen den Techniken an sich, sondern wegen der Didaktik. Weißt du, dass ich Menschen da abhole, wo sie sind, dass sie durch diesen Prozess durchgehen, damit sie es danach 1:1 bei Ihnen im Leben umsetzen können. Weißt du, das ist doch die große Herausforderung, Christian, dass wir Menschen, genauso wie du und ich, dass wir Menschen begleiten. Und die Frage, die wir uns immer stellen dürfen, ist, wie setzen die das 1:1 bei denen im Leben um? Ja. Das ist die Frage. Wie können sie es umsetzen? Und ich glaube, da habe ich einen guten Ansatz gefunden, dass man ja im Prinzip meinen Trainingszustand nach 2-3 Wochen erreichen kann. Und ich habe ja schon viele tausende Menschen, die damit gearbeitet haben, und ich habe gute Feedbacks dadurch bekommen. Ja. Du hast vor dem Gespräch gesagt, Christian, sollen wir nicht auch was aus der Box irgendwie für die Leute hier machen und so weiter? Ja, logisch, wir können gerne die eine oder andere, meine Lieblingsübung könnten wir dann zum Beispiel. Ja, komm, mach mal deine Lieblingsübung. Gott, okay, meine Lieblingsübung ist das Opfer, ne? Genau, ich lade jetzt alle dazu ein, die zu Hause jetzt vor dem iPad oder vor dem Smartphone sitzen oder vom PC, vom Desktop-PC, dass ihr einfach mitmacht. Nochmal, es kommt nicht darauf an, was du dir merkst, sondern immer darauf an, wie du dir das merkst. Der Prozess ist das Entscheidende. Okay, der Prozess ist das Entscheidende. So, und deswegen lade ich euch ein, jetzt aufzustehen, mitzumachen und diese ganzen Reize, die ich jetzt gleich anwenden werde, ebenfalls umzusetzen. Weil wenn du jetzt nur zuguckst und sagst, naja, lass die zweimal erzählen, das wird schon passen, ja, na, dann funktioniert das nicht. Okay? Also ich lade euch ein. Und zwar, dazu gehört noch eine Frage, Christian. Warum findest du deine Post zu Hause? Weil ich weiß, wo sie ist. Oder? Genau. Ja. Banale Frage, banale Antwort, weil du weißt, Jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann wäre es so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, die du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst einen mentalen Briefkasten, einen Ort, wo du ein Schlüsselwort ablegst oder eine To-Do-Liste, oder die Checkliste für ein Verkaufsgespräch. Oder den Spickzettel für eine Prüfung. Oder. Es ist egal, was du dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Und den werde ich jetzt mit Hilfe unseres Körpers einrichten. Und aus diesem was Grund muss ich machen? Muss ich einfach sitzen bleiben? Einfach aufstehen. Aufstehen. Okay, gut. Ich stehe jetzt. Ja. Ich werde jetzt deinen Körper einteilen in 10 markante Briefkästen. Und ich bitte dich, jedes Körperteil, was ich jetzt gleich nennen werde, dass du dies auch berühren wirst. Okay? Ja. Also, Briefkasten, mentaler Briefkasten Nummer 1, es werden deine Zehen sein. Versuch die mal zu berühren, wenn du runterkommst. Zehen? Zehen. Einzelne Zehen. Ja, habe ich. Okay. Zwei sind die Knie, da dürfst du runterkommen auch. Einfach. Hier. Zwei sind die Knie. Ja, hier, zwei sind die Knie. Drei sind die Oberschenkel. Vier ist das Gesäß. Wupp. Fünf ist die Taille. Dann die Brust. Schulter. Hals. Gesicht und die Haare. Okay, wiederholen wir nochmal gemeinsam laut von 10 auf die 1 und die mit zuschauen, ebenfalls mitsprechen. Und zwar, wenn du sagst, ich kann jetzt nicht laut mitsprechen, weil,
weil Papa daneben steht oder meine Frau oder mein Ehegatte. Ja. Einfach machen. Einfach machen, dann leicht mitmurren. Also 10, das waren die. 10, das waren so, die. Haare. 9, das. Gesicht. 8 ist der. Hals. 7 sind die. Schulter. 6 ist die. Brust. 5 ist die. Hüfte. 4 ist das. Gesäß. Gesäß, Po, Hintern, Arsch, da kannst du sagen, was du willst, das ist scheißegal. Okay, du brauchst okay. ein Gefühl in den Händen. Okay? Ja, also, natürlich. 3 ist? Oberschenkel. 3 ist Oberschenkel. 2 sind die? Knie. Und 1 ist? Ja, die 10. Okay, hervorragend. So, jetzt verknüpfen wir Punkt 5 und Punkt 7 noch von der Körperliste, damit du da sehr schnell drauf zugreifen kannst. Schau mal bitte auf deine Schulter und stell dir mal vor, auf den Schultern sind 7 Zwerge und Schneewittchen und du sagst zu denen Hallo. Hallo. Okay. Ist egal, wo diese. Sehr gut. Kannst du dir vorstellen, wie 50 Professoren an der Universität in München reagiert haben, wie ich gesagt habe, hey, sag mal los zu den 7 Zwergen? Die haben sich erstmal zum Nachbarn rübergedreht und mir einen Vogel gezeigt. Hätte ja kindisch sein können. Ja? Ein einziger Professor, links, außen, vorne, ist er gesessen, hat folgendermaßen reagiert, wie ich gesagt habe, hey, sag mal los zu den 7 Zwergen. Der hat folgendermaßen reagiert. Das ist kein Witz. Servus. Die haben sich nicht getraut, so zu denken. Hätte ja kindisch sein können. Das ist nicht kindisches Denken, das ist kindliches Denken. Kleiner, aber feiner Unterschied. Hast du schon mal gegen Kinder Memory gespielt? Vergiss es, ja. Mein Sohn ist 4,5. Der, Kinder also, sind immer in Memory besser als Erwachsene. Müssen die das lernen? Nee. Nee. Also gefühlt nicht. Also. Kinder, die nehmen Memory-Kartenspiel als Bild wahr. Die sagen, die Karte passen zusammen. Super. Was machen wir Erwachsenen, wenn wir versuchen, Memory-Kartenspiel uns abzuspeichern? 2. Zeile von oben, 3. Karte von rechts, 5. Zeile von unten, 4. Karte von links. Decken es auf, scheiße, passt nicht, decken es wieder zu. Ja? So, und wenn hier die 7 Zwerge und Schneewittchen sitzen, berühr mal bitte Punkt Nummer 8 deiner Körperliste. Halt. Zack, sofort. Und da muss ich mit niemandem mehr diskutieren, ob das Sinn macht, dass hier die 7 Zwerge und Schneewittchen sitzen, weil hier ist der 8. Punkt, oder? Nimm mal bitte deine 5 Finger und steck die bitte in die Taille. 5 Finger, 5. Punkt. Ah, okay? 5. Punkt. 5. Ja. Punkt. Okay. Berühr mal bitte den 4. Punkt. Zack. 4 Buchstaben, okay? 4 Buchstaben. Ja? 2. Punkt. 2. Knie. 2. Punkt. Knie. 2 Kniescheiben. Okay? 3. Punkt. Oberschenkel. Ja, genau. Also jetzt nicht 3 Oberschenkel, gell? Wunschdenken. Ja. Das ist so geil. Okay, gut. Wiederholen wir nochmal ganz kurz von 1 bis 10 für die Akustiklerner. Also diejenigen, die über das Gehör lernen. 1 sind meine? 10. 2 sind die? Knie. 3 sind die? Oberschenkel. 4 ist das? Gesäß. 5 ist die? Arsch. Hüfte. 6 ist die? Brust. 6, Brust ist auch irgendwie klar, oder? Ja, auf jeden Fall ist Brust klar. 7 ist? Schulter. 8 ist der? Hals. 9 das? Gesicht. Und 10 sind die? Haare. So, damit ich dir jetzt den Prozess zeigen kann, lieber Christian, werden wir jetzt eine kleine Übung machen. Die werden wir jetzt gemeinsam machen. Du wirst mich unterstützen und die, die zu Hause sitzen, die lernen mit und lernen gemeinsam oder selbstständig nochmal nach. Und mir nochmal, es kommt mir nicht darauf an, was wir uns jetzt merken, sondern es kommt mir nur darauf an, wie wir es merken. Und wenn wir das Wie jetzt abgespeichert haben, den Prozess, kannst du das transferieren auf all dein anderes, all die anderen Informationen, die du dir merken möchtest. Lass uns mal eine kleine Einkaufsliste machen. Warum Einkaufsliste? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel auf deine Einkaufsliste zum Beispiel Eier einkaufen möchtest, dann schreibst du ja nicht auf die Einkaufsliste drauf, morgen muss ich nur in den Supermarkt fahren und 10 Eier einkaufen. Sondern was steht da drauf? Eier. Oder 10 Eier. 10 Eier. Also die Eier, das reichen vollkommen aus, um diesen Handlungsablauf abrufen zu können. Also wenn du auf der Bühne stehst oder mit jemandem ein Coaching hast, brauchst du nur eine gewisse Struktur im Kopf an einem Schlüsselwort, damit du weißt, um was es geht. Nachvollziehbar? Ja, absolut. Also, und ich nehme jetzt dieses eine Schlüsselwort, in dem Fall für eine Einkaufsliste die Eier, und verknüpfe das Schlüsselwort, Klammer auf, die Eier, Klammer zu, mit einem mentalen Briefkasten. Und was war Briefkasten Nummer 1 der Körperliste? Das waren die? 10.
10. Und jetzt gehe ich her und stecke in meine Schuhe, da stecke ich jetzt rohe Eier hinein. Und wenn ich das hineingleite, zerbrechen die Eier, die quellen aus meinen Schuhen heraus. Eier sind die Nummer 1. Okay? Mega. Also, so, und jetzt sagst du mir mal 10 Einkaufsgegenstände. Was haben wir denn noch? Bananen. Bananen. Also soll ich jetzt also nacheinander machen? Nee, sag mir erstmal, sag mir noch eins, Banane mache ich gleich. Sag mal, Bananen und Brot. Brot, okay. Ich nehme hier, zweiter Briefkasten war die Kniescheibe. Ich nehme jetzt hier so eine große Brechstange, stecke die mir in die Kniescheibe rein, hebel so die Kniescheibe aus, die springt in hohen Bogen davon. Schmerzhaftes Bild. Je übertriebener, schmerzhafter, witziger, erotischer, fantasievoller diese Bilder sind, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Umso würdiger ist es zu merken. Merkwürdig. So, also, die springen in hohen Bogen davon und du siehst praktisch, es ist wie so eine Art Brotbackofen, da kannst du praktisch ins Knie, kannst du da praktisch ein bisschen so Teig reinstecken und es quillt aus meinem Knie heraus und weiß ich Brot auf der Nummer, soll ich einkaufen mit der Nummer 2. So, jetzt komme ich zu deinen Bananen. Okay, was war Briefkasten Nummer 3? Du meinst Körperdings hier? Oberschenkel. So, und jetzt könntest, also du musst hier nicht nur den Oberschenkel nehmen, du kannst diesen kompletten Bereich kannst du hier nutzen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Deswegen und wenn dir hier so eine kleine Banane irgendwo runterhängt, du darfst zu der Verkäuferin niemals sagen, was du gerade denkst, lieber Christian, okay? Okay, verstehe ich. Ich glaube, auch sonst ist es ein gutes Ding, wenn man mit deinen Techniken arbeitet. Genau, niemandem sagen, was du denkst. So, jetzt sagen wir mal Banane die Nummer 3. Was noch? Was haben wir denn noch? Wir haben noch Käse. Käse. Okay, du hast deinen Popo schon lange nicht mehr gewaschen. Da hinten stinkt es raus wie Schweizer Käse. Das dampft da hinten voll Teufel nochmal. Käse die Nummer 4. Was noch? Wir gehen da richtig schön wieder. Also... Äpfel haben wir auch noch. Komm. Äpfel. So, was war der nächste Briefkasten? War die Taille. So, und ich brauche nicht nur die Taille nehmen, sondern ich kann auch hier den Bauchnabel noch mit dazu nehmen. Und in den Bauchnabel lege ich so einen kleinen Apfel rein und wenn ich auf die Seite drauf drücke, fumm, da haut mir die Äpfel, fumm, vorne raus, zack, fumm, Äpfel auf der Nummer 5. Was noch? Boah, Markus, Milch. Okay. Das hättest du gerne auf der 3 gehabt, ne? Ah, sorry. Nee, hey, Milch auf der 6 passt doch perfekt. Ach so, Milch auf der 6 passt natürlich. Ach, hey, jebile. Ja. Okay, da darf sich jetzt jeder seine eigene Milchtüten irgendwo hinlegen auf die Nummer 6. Also. Ja. Okay, cool. Ich habe noch was. Was brauche ich noch? Avocados. Avocado. Du nimmst hier so eine kleine Avocado, die legst du dir jetzt hier auf die... Weißt du, ich hast hier so eine mini kleine Avocado, die legst du hier drauf und schießt dir dann so weg. So eine kleine Avocado. Oder vielleicht nimmst du dir so einen Anwalt, der sitzt auf deiner Schulter drauf. Für den Advokaten. Ah. Für die Avocado. Okay, klingt einfach ähnlich. Okay, got it. Sehr gut. Joghurt haben wir noch. Joghurt, du hast eine ganze Joghurtpackung verschluckt, so ein Joghurtbecher, der hängt dir quer im Hals drin. Oh. Vielleicht bist du starker Raucher. Du hast hier so einen künstlichen Ausgang, da schüttest du einfach so, das Joghurt so, seitlich geht mir in den Hals hinein. Joghurt die Nummer 8, was noch? Sehr gut, eine Kiste Wasser brauche ich noch. Eine Kiste Wasser, ich trinke eine Kiste Wasser, die schütte ich mir hier ins Gesicht rein. Ich schütte ich mir. Vielleicht. Also, geil. Na, geht's? Tatsächlich, zu viel. Sprechen und trinken ist einfach blöd. Vielleicht ziehe ich mir das Wasser das nächste Mal mit der Nase nach oben. Und dann gibt es hier so einen Durchlauferhitzer. Und auf der linken Nasenseite, pump, haust du so einen warmen Wasserstrahl wieder raus. Okay. Gut, Wasser letzter Punkt. Klopapier. Klopapier, ja, aber das hat ja jeder sowieso schon jetzt zu Hause. Ich nehme eine Klopapiergeschichte, habe ich da was da? Naja, da hier zum Beispiel, ja genau. Nimm hier so Klopapier und wisch mir da meinen Kopf, mache ich mir sauber. So, jetzt bist du dran, Christian. Was war unten in den Schuhen nochmal drin? Absolut die Eier. Was war da drin? Was quillt da raus? Das Brot, so weit von das Brot. Was hängt darunter? Eine wunderschöne Banane, richtig groß. Da hinten stinkt es wie? Eier. Eier, da schießt ein... Moment, Käse, sorry, Käse, Eier. Sorry, ja genau, das war? Der Käse natürlich. Da schießt nochmal? Da Äpfel. Äpfel, da hast du auf der Brust.
da kommt sowas von viel Milch raus. Ja, genau. Da auf der Schulter ist? Da sitzt ein Advokat mit vielen Avocados in seinen Händen. Was habe ich hier drin nochmal? Ah, was? Ey, Joghurt, den hast du verschluckt. Nächste, sehr gut. Was war hier nochmal? Ja, da hast du das ganze Wasser dir einmal durch die Nase gezogen. Und da? Was haben wir denn da nochmal gemacht? Also, ach so, Klopapier natürlich. Da Klopapier, schön, was war hier nochmal? Die Avocado. Oben war es nochmal? Klopapier. Hier war es nochmal? Milch. Da hinten war es nochmal? Käse. Was war es hier nochmal? Brot. Und da hängt nochmal eine kleine? Banane. Hervorragend. Und du hast gesehen, dass wenn du einen mentalen Briefkasten hast, kannst du alles dir damit abspeichern, weil du kannst alles da reinlegen, weißt du, Christian? Und jetzt brauchst du natürlich mehr Briefkästen, natürlich, wenn du sagst, Mensch, was mache ich denn, wenn ich jetzt 20 Einkaufsgegenstände brauche, was brauchst du dann? Ja, mehr Briefkästen, also mehr Körperteile geht nicht, du brauchst mehr Briefkästen, du brauchst eine andere Technik. Und da haben die Gedächtnisweltmeister haben da unglaublich viele coole, witzige Übungen sich einfallen lassen, dass du innerhalb von kürzester Zeit, und die habe ich halt hier alle zusammengetragen, dass du halt extrem viel mit Spaß das sehr schnell umsetzen kannst. Und Kinder lernen das automatisch, sage ich dir. Das ist der Hammer. Das ist wirklich unglaublich. Wie ist das in deinem Speaker-Dasein? Merkst du dir mit deinen Techniken auch die neue Keynotes, die du schreibst? Oder wie ist das in deinem Alltag? Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr bei Gedankentanken in der Lanxess Arena mit dabei warst. Nee, war ich leider nicht da. Hast du davon gehört? Da waren 15.000 Leute und ich durfte die Laudatio für Rüdiger Neberg durfte ich halten. Ich sag's dir, ein guter Freund. Die habe ich allerdings gesehen, ja. Genau, und der ist vor 4 Tagen ist er gestorben. Ich habe da noch einen Nachruf, wer da mal meinen Nachruf für den Rüdiger hören möchte, der steht auf meiner Facebook-Seite. Geht da mal drauf, schaut euch das an. Das war mir extrem wichtig, dass ich das halte. Und ich habe diese Rede, diese Laudatio für den Rüdiger, das war das erste Mal, dass ich die gehalten habe vor so einem großen Publikum und ich werde sie nicht nochmal halten. Weißt du? Mhm. Die habe ich mir mit Hilfe der Körperliste komplett gemerkt. Wow. Ja, das ist mein. Als ich deinen Nachruf gehört habe vor ein paar Tagen, ja, du hast so viele Feedback, glaube ich, auch dazu bekommen, weil das so wundervoll war, deine Worte, wie du sie gewählt hast. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wie hast du das hinbekommen so? Also einmal aus dem Herzen heraus, das weiß ich. Aber das hat sich so, also das war so flüssig. Hast du das, oder war das wirklich tatsächlich die Magie des Herzens allein? Nee, du, das habe ich, die habe ich mir tatsächlich, also diese, wie waren es, 3-4 Minuten oder sowas, die ich da diesen Nachruf gemacht habe. Das habe ich nicht mit diesen Techniken abgespeichert. Das war einfach, also ich bin ja so verbunden gewesen mit Rüdiger Neberg, dass ich, also diese ganze Produktion von diesem Video, das hat maximal eine halbe Stunde gedauert oder sowas. Also das Aufbau, Zusammenschnitt, Reinstellen, Musik darunter leben, das war, da habe ich, weißt du, wenn du in einem Thema drin bist, Christian, du bist ja auch, dann brauchst du letztendlich keine Technik mehr, weil das dann automatisch abläuft. Weißt du, wenn du emotionalisiert bist. Die Frage ist halt, wenn ich ein neues Thema habe, wie schaffe ich es, ein neues Thema, zum Beispiel den Spickzettel für die Prüfung morgen oder eine freie Rede oder eine Präsentation, die ich beim Kunden halten möchte, wie schaffe ich dieses Wissen, was ich jetzt im Kopf haben möchte, die Argumente für ein Kundengespräch? Oder, ich sag mal, den Witz, den ich gerade irgendwo gehört habe, dass ich mit dem merke, dass ich den vom ultrakurzer Gedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportiere. Und um das geht es ja letztendlich, dass ich diese Lernzeit massiv reduziere, um dadurch schneller zugreifen zu können, dass ich, viele sagen, du Markus, ich bin im Vertrieb auf einmal, bin ich auf einmal einer der besten Vertriebler, weil ich die Argumente in dem Kundengespräch aus dem Ärmel zaubern kann. Viele Schüler rufen mich an, die sagen, Mensch, Markus, das funktioniert tatsächlich, ich schreibe bessere Noten. Ich muss weniger lernen dafür. Die haben auf einmal wieder Spaß beim Lernen. Und dann denke ich mir, wie cool ist das? Und dann sage ich zu denen natürlich, du, bleib da dran, nimm die Techniken an die Hand, setz dich dahin und werde zum absoluten Superhirn. Und wenn das die Menschen sehen, dass das funktioniert, vor allen Dingen, dass Kinder dann Spaß haben beim Lernen wieder, das ist unbezahlbar.
Und wie ist das bei deinem Sohn? Sagt er dann sagt er immer noch, Papa, kannst du mir hierbei helfen? Welche Technik soll ich anwenden? Oder sagt er inzwischen, ganz ehrlich, ich kann alles, lass mich in Ruhe, ich will auch mal normal. Nee, wenn wir das gemeinsam machen, dann hat er da umso mehr Spaß dabei. Ja, genau. Der ist vor kurzem zu mir hergekommen und hat gesagt, Papa, ich muss jetzt in Heimat- und Sachkundeunterricht die Bäume des Waldes mir merken. Also sprich, das waren die Laubbäume und die Nadelbäume. Und dann habe ich gesagt, du, die Körperliste hast du ja. Ist da Alexander da übrigens? Soll ich Alexander mal kurz holen? Ja, wenn du willst. Super, gerne. Der kann es noch besser erklären als ich, sage ich dir. Der Alexander ist grenzgenial. Großartig. Und pass auf, ich werde dir jetzt gleich sagen, das sind die Bilder, die von ihm kommen, nicht meine Bilder. Und dann wird er dir jetzt mal kurz zeigen, wie er sich die 5 Laubbäume und die 5 Nadelbäume mit Hilfe der Körperliste gemerkt hat. Ja, und mega. Und nicht nur, dass er jetzt eine super Note geschrieben hat, also eine 1, dass er auf einmal der Klasse mit der Beste war, sondern vor allen Dingen hat Spaß beim Lernen gehabt. Und er hat gar nicht gemerkt, dass er... Du, Alexander, hast du kurz Lust? Das ist der Christian. Schau mal kurz her. Hallo Alex, hi. Alexander ist ja gerade zu Hause. Wir haben ja gerade Ferien. Jetzt können wir endlich mal zu Hause bleiben, weißt du? Alexander, ich habe mal Christian gerade gesagt, dass du dir die Laubbäume gemerkt hast. Möchtest du mal ganz kurz zeigen, wie du das gemerkt hast mit der Körperliste? Ich habe die Zehen abgeknickst. Zeig mal. Ich zeig die mal hoch. Hoppasa. Stell dich mal da drauf. Ich habe die Zehen. Stell dich mal hoppasa. Hier. Das ist ein Drehstuhl. Machen wir hier die Zehen. Genau. Also. Die Zehen, die knipse ich ab. Da fließt Limonade raus für Linde. Da fließt Limo aus den Zehen heraus, wenn er die sich abschneidet, für die Linde. Und Limo klingt für ihn wie die Linde. Das hier sieht so aus wie ein A. Dreh dich mal zur Seite. So wie ein A. Kannst du das sehen? Das sieht aus wie ein A. Ja, kann ich sehen, ja. Genau. Und wie ein Horn, für Ahorn. Das ist nämlich der Horn hier vorne. Ahorn. Ja? Hier lege ich ein Buch drauf. Für Buche. Auf den Oberschenkel hat er sich ein Buch draufgelegt, genau. Hinten, da fließt Bier raus, für Birke. Genau, da hat er den Zucker reingesteckt, aufgedreht und jetzt Bier für Birke, genau. So, was war noch? Hier, da versteckt sich ein Eichhörnchen. In dem Bauchnabel versteckt sich ein Eichhörnchen, komm, genau. Für Eiche. Die Eiche. So, jetzt frag mal den Christian, ob er die 5 Laubbäume weiß. Frage mal nach dem Briefkasten und dann von unten beginnen. Was war unten bei den Zehen? Da hast du abgeknipst, da fließt die Limo raus und die Limo ist die Linde. Genau. Dann, was ist der zweite Briefkasten? Frage mal. Was ist beim Knie? Beim Knie hast du das Bein so dran gemacht, dann ist das so ein A und sieht aus wie ein Horn. Das ist ein A-Horn. Ja. Und auf dem Oberschenkel? Oberschenkel, da habe ich mir ein Buch hingelegt und das ist die Buche. Ja? Was ist beim Popo? Beim Popo, witzig. Bier fließt raus, ne? Von der Birke. Ja? Ja. Und? Und beim Bauchnabel? Beim Bauchnabel hat sich so ein süßes kleines Eichhörnchen versteckt, was die ganze Zeit ruft, ich will zurück auf meine Eiche. Genau. So, jetzt machen wir die ganz schnell im Durchlauf noch die Nadelbäume. Was war hier oben auf der Brust? Was hast du da gemacht? Da fechte ich rein für Fichte. Da fechte der mit so einem Degen, hier fechte mir rein. Hier sind die 7 Zwerge. Oh, Tannenbaum für Tanne. Ach, da heißt Leer für Lerche. Das singt wie eine Lerche. Der Kiefer für Kiefer. Da oben balanciere ich ein Ei für Eibe. Da oben balanciert er sich ein Ei für die Eibe. Frage nochmal von 6 bis 10. Es ging jetzt nicht mal 20 Sekunden. 6? 6 Fichte. Fichte? Schulter? Schulter waren die 7, der Tannenbaum. Das war die Lerche. Ja, genau. Kiefer. Und Eibe. Eibe. Danke, Alexander. Alex, super. Hammer. Tschüss. Schon wieder weg. Markus, ich bin total begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe schon so viel von dir gesehen, aber wie du das hier einfach so raushaust und mit deinem. Und weißt du, was ich das Schöne finde? Du machst es mit so viel Herz. Nicht einfach, ja, weißt du, du bist nicht einfach nur im Kopf, weil das Ding ist, das ist ja Gedächtnis, Kopf. Und dann denkt man so, ja, du bist so kopfgesteuert und so, was ist Emotion.
Aber du verbindest dieses Thema so auch auf so eine emotionale Art und Weise und das finde ich total faszinierend. Vielen Dank dafür, lieber Christian. Also ja, es macht total viel Spaß und deswegen kommt es auch gut an, sage ich mal. Ja. Begeistert mich sehr. Was ist dein Wunsch, so abschließend jetzt so zum Ende hier unseres tollen Gesprächs, können wir auch noch stundenlang mit dir sprechen. Was ist so zum Abschluss für dich jetzt so dein Wunsch? Also ganz ehrlich, ich möchte ja wieder, dass dieser Spaß beim Lernen kommt, dass die Menschen, vor allen Dingen die Kinder, oder wenn du in einer Ausbildung bist oder im Studium bist oder wenn du selber in einer Fort- oder Weiterbildung bist, dass die Leute sagen, hey, ich kann mir das in einem Drittel der Lernzeit kann ich mir das abspeichern und habe dabei noch Spaß. Dass wir wieder fit auf der Platte werden. Dass viele mit der Box arbeiten. Da habe ich, das ist meine Aufgabe. Ja? Also wenn du möchtest, kann ich deinen Zuschauern gerne auch einen kleinen Special-Preis, Christian Gärtner Special-Preis machen, wenn du Lust hast. Super gerne. Pack mir gerne alles in die Shownotes, wenn du was rausgeben möchtest. Also ja, ich kann alles empfehlen von Markus, nach der Dreiviertelstunde. Da machen wir ein Special, da machen wir, wie könnte denn diese Webseite lauten? Meine Frau sitzt gerade gegenüber mir und die extra Landingpage für den Christian, also unvergesslich oder einfach minus unvergesslich untergeschrieben. Christian, oder wie könnte man das machen? Ja, müssen wir überlegen. Christian, kann man nehmen, alles was. Ja, wie heißt dann diese Seite? Wie würde die heißen? Okay, dann machen wir das. Okay. Die legen wir noch an und dann einfach-unvergesslich.de/Christian. Okay? Großartig. Dann machen wir nochmal schön hier eine Welle nachher über Social Media und so. Da freue ich mich sehr. Danke dir, mein lieber Markus. Danke dir auch für deine Zeit. Auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo du so viel selber mit deinen Themen zu tun hast. Hier noch die Empfehlung, auch mal bei dir im Hoffmann Daily vorbeizuschauen. Den Link gibt es vermutlich auf deiner Homepage oder wie kommen wir dahin? Genau, unvergesslich.de oder das können wir auch mit runterpacken, je nachdem. Okay, packen wir alles mit runter. /daily. Perfekt. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Erfolg. Das gehört nach draußen, das gehört in ganz viele Haushalte, das gehört zu Kindern, das gehört zu Erwachsenen. Ich finde es großartig. Vielen Dank auch für deine ganze Energie, deine Leidenschaft, die du reinbringst. Und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann in den nächsten Wochen mal wieder auf irgendeinem Event sehen oder gemeinsam unterwegs sind. Live und in Farbe. Live und in Farbe. Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber. Alles Gute, Christian. Gell? Ciao, ciao. Tschüss. Ja, bleib unvergesslich und vor allen Dingen gesund. Absolut. So sieht's aus. Großartig. Du auch. Tschüss, tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast. Und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat, motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch umzusetzen. Und wenn ich dich dabei noch ein Stück weiter begleiten darf, dann freut es mich sehr, wenn du einfach mal auf meine Homepage gehst, christiangärtner.com, und dort findest du mehr Informationen zu meinem Coaching-Angebot, du findest mehr Informationen zu meinen Tagesseminaren und zu meinen Workshops und du findest auch einen Blog, wo es viele, viele Texte zu den hier besprochenen Themen gibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du eine ehrliche Rezension auf iTunes abgibst, damit noch mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren können. Ich freue mich sehr, dich irgendwann mal persönlich kennenzulernen und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit und einen grandiosen Tag.